erstmal mit so einem kleinen Begrüßungsfenster kommen. Wenn die Fenster nicht wabern, dann würde das bedeuten, die Grafikkarte unterstützt kein 3D, dann kann man die Voransicht nicht öffnen, dann startet es nicht, wenn man auf Neu klickt. Ja, bei den Rechnern hier müsste es aber funktionieren. Also auf Neu gehen und dann bekommen wir diese Ansicht hier und an der Stelle können wir dann loslegen. Ja, klappt überall? Auf der DVD ist im Verzeichnis, oder auf dem Stick ist im Verzeichnis Knoppix Tage 2015 da dieses Tutorial dabei. Das ist die erste Programmiersprache, die meine Studenten lernen bei Grundlagen der Informatik, weil es sehr einfach gehaltene, prozedurale Programmiersprache ist, wo noch nicht so viel mit Funktionen und Klassen und Objektorientierung drin ist und man die Ergebnisse halt recht schnell sieht. Das Fenster, was wir gerade aufgemacht haben mit Neu, das ist dreigeteilt. Auf der linken Seite ist der Quelltexteditor, den man übrigens mit der Steuerungstaste und dem Mausrad oder über das Touchpad streichen größer oder kleiner machen kann. Ja, Steuerung, Mausrad runter macht kleiner, Steuerung raus, Mausrad hoch macht größer. Das ist auch das, bei dem wir uns hauptsächlich aufhalten werden. Rechts oben ist die Voransicht, das Preview. So sehen die Gegenstände optimalerweise dann aus, wenn sie aus dem Drucker rauskommen. Hier unten rechts ist eine Konsole, wo man das Ergebnis des Kompilierens sieht, denn OpenSCAD ist kein Zeichenprogramm, sondern eher eine sehr einfache Programmiersprache, bei der man die Programme übersetzen muss. Von der Syntax her sind die so ähnlich wie C, C++, Java und fast alle anderen Programmiersprachen auch, PHP, Python, einige Konstrukte erinnern so ein bisschen an Python. Und rechts unten sieht man dann das Ergebnis des Kompilierens. Wenn da irgendwas mit Rot steht und Error, dann zeigt er das normalerweise oben links auch im Quelltext an mit einem roten Punkt, wo man was falsch gemacht hat. Wenn man zum Beispiel das Semikolon weglässt, dann ist die Funktion unvollständig, dann sieht man, ah, hier ist ein Fehler. Parser-Error in Line 2, Syntax-Error, Semikolon dahinter. Die Bedienung von dem Programm ist hier in der ersten Tabelle in dem Tutorial drin. Es gibt eigentlich nur eine einzige Taste, die man sich merken muss, nämlich die F5. Die übersetzt den Quelltext in das fertige Gittermodell. Im Grafikbereich, also in dem Kästchen rechts oben, gibt es auch etwas, was man tun kann. Mit der linken Maustaste kann man das Modell drehen, mit der rechten Maustaste kann man das Modell verschieben am Bildschirm, links, rechts, oben, unten, und mit dem Mausrad kann man näher dran zoomen. Und bei dem ersten Objekt, was ich gerade getippt habe zum Ausprobieren, sieht man das auch, dass man erstmal nichts sieht. Wenn ich jetzt mit dem Mausrad nach oben gehe, dann sieht man den Würfel, den dieses Kommando Cube produziert. Bitte? Genau, bevor man den sieht, muss man F5 drücken. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem externen Editor zu arbeiten. In diesem Fall braucht man dieses Editorfenster nicht, kann es zumachen und dann lädt das automatisch neu und kompiliert es, wenn man mit dem externen Editor auf Speichern klickt. Ja? Aber ich würde sagen, bleiben wir erstmal in der Oberfläche hier drin und benutzen den eingebauten Editor, weil der eben auch Syntax-Highlighting hat, sodass man Fehler auch sofort sehen kann. Falls man irgendwann mal es geschafft hat, dass das Objekt nicht mehr im sichtbaren Bereich ist und man kriegt das auch mit Scrollen und Maus partout nicht mehr hin, gibt es unter Ansicht den Punkt Ansicht zurücksetzen. Ja, und damit kriegt man alles, was man gemacht hat, wieder in die Mitte des Bildschirms auf die normale Vergrößerung. So, das ist die ganze Bedienung, also mehr muss man über das Programm eigentlich nicht wissen, außer wenn man speichern möchte für 3D-Drucker, dann braucht man eine etwas ausführlichere Übersetzung, die dann auch die Kanten und Formen und die noch ein paar Spezialkonstrukte richtig berechnet, sodass man es als STL-Datei speichern kann.
was man dann mit einem 3D-Druckerprogramm wie dem Slicer auch vorbereiten kann. Grüß Gott. So. Syntax und Semantik der Programmiersprache OpenSCAD. Die nützlichste URL ist nicht die Webseite von OpenSCAD, sondern die Unterseite mit dem Cheat Sheet. Auf die gehe ich gerade mal drauf. Ja, lädt noch. Ich glaube, ich muss wirklich was an meinem Nameserver machen oder mein VPN mal abschalten. Ich glaube, das ist immer noch mit der Namensauflösung beschäftigt. Gut, in dem Cheat Sheet stehen auf einer DIN A4-Seite eigentlich alle relevanten Befehle. Ja, also für Ungeduldige, die drucken sich diese DIN A4-Seite aus und haben damit alle Befehle, die es in OpenSCAD gibt. Natürlich gibt es für jeden Befehl dann nochmal eine ausführliche Anleitung, wie man den durch Parameter steuern kann. Und einige davon lernen wir in unserem Workshop jetzt auch kennen. Das ausführliche Manual ist in einem Wiki gespeichert, wie das so üblich ist, als Wikibook OpenSCAD User Manual. Das ist eine sehr ausführliche Anleitung, die man aber nicht wissen muss, um mit OpenSCAD schon die ersten Schritte zu unternehmen. Gut, wir fangen also an mit den ersten Befehlen. Was ganz praktisch ist, wenn man hin und wieder mal speichern möchte, was man gerade gemacht hat, ist, dass man sich selber Kommentare in den Quelltext einbaut. Ja, das mache ich hier oben mal. Dafür gibt es die Variante, zeilenweise zu kommentieren. Oder über mehrere Zeilen. Oder kurz und danach wieder aufhören. Ein Würfel mit der aus C bekannten Syntax. Ja, so kann man sich immer merken, was man gemacht hat. Man kann auch auskommentieren, also wenn ich den Würfel nicht mehr haben will, sondern stattdessen was anderes machen will, mache ich den Kommentar davor und dann, wenn ich mit F5 wieder übersetze, ist er wieder weg. So, ja, Anweisungen in dieser Programmiersprache enden immer mit einem Semikolon. Ich kann also auch mehrere Anweisungen hintereinander in eine Zeile schreiben, indem ich die immer durch ein Semikolon trennen kann. Anweisungen können Aufrufe von Einzelfunktionen wie das Cube sein, was wir gerade gemacht haben. Man kann auch mehrere Anweisungen zu einem Block zusammenschweißen. Das ist dann quasi ein Objekt, was aus mehreren Einzelteilen besteht. Das geht mit der geschweiften Klammer auf und geschweiften Klammer zu. Und die Anweisungen dann da drin. Nützlich wird das Ganze erst, wenn man kombinieren aus einzelnen Formen. Dann können wir Formen, die zusammengesetzt sind, aus mehreren einzelnen Formen mit der geschweiften Klammer machen und davon dann andere Formen abziehen, addieren oder die Schnittmenge bilden. Ja, die erste Funktion und das erste Objekt als Grundmodell der Würfel. Zu Englisch Cube. Mit runde Klammer auf, runde Klammer zu dahinter macht einen Würfel und wie man an dem Koordinatensystem hier vielleicht sehen kann, der hat standardmäßig die Kantenlänge 1. Möchte ich den Würfel größer machen, zum Beispiel mit Seitenlänge 10, kann ich das direkt in die Klammer dahinter schreiben.
ist eine von vielen Varianten, wie man diesen Funktionen Parameter übergeben kann. Und mit der 10 dahinter ist er jetzt 10 Einheiten groß. Wie groß eine Einheit gedruckt wird, das kann man später im Slicing-Programm festlegen für den 3D-Drucker. Standardmäßig ist es meistens so, dass man hier in Millimetern rechnet. Das heißt, dieser Cube 10 wäre ein 10 mm, also 1 cm großer Würfel. Alle Seiten gleich lang. Was man hier noch sieht, ist, der Würfel wird in einem Koordinatensystem mit der linken unteren Ecke in der Mitte gezeichnet. Ja, der fängt also im Nullpunkt des Koordinatensystems an. Bei anderen Formen ist das unterschiedlich. Bei der Kugel zum Beispiel, da ist der Mittelpunkt der Kugel im Mittelpunkt des Koordinatensystems. Ja, was man an der Stelle vielleicht auch gleich machen könnte, wäre den Würfel zentrieren. Center gleich True. Sorgt dafür, dass der Würfel jetzt in der Mitte des Koordinatensystems ist. Ein Würfel, Kantenlänge 10, zentriert. Ja, wenn ich zu schnell bin und ihr noch nichts auf dem Bildschirm habt, sagt Bescheid, ja? Oder wenn ihr Hilfe braucht. Ja, speichern wir hin und wieder auch ganz gut. Das vergesse ich meistens und dann habe ich am Schluss nicht mehr das, was ich gemacht habe. Weil das Programm ja kompilieren kann in der RAM-Disk und unter TMP, vergisst man das ganz gerne, dass es gespeichert werden sollte. Ich nenne es jetzt einfach mal Beispiel.scat. .scat ist die Standardendung dafür. Beispiel.scat. Unter Windows ist das auch die Dateiendung, mit der dann OpenSCAD verknüpft wird, sodass, wenn man es anklickt auf dem Desktop, automatisch wieder OpenSCAD kommt. So, was wir jetzt gebaut haben, Standardgrundform des Würfels ist der hier. Ja, das war für den Kurs für die blinden und sehbehinderten Kinder ganz praktisch, dass ich alle Gegenstände, die wir gemacht haben, mit OpenSCAD auch immer dabei hatte, zum Anfassen, sodass man es sich vorstellen kann. Standardmäßig kann OpenSCAD eigentlich nur voll gefüllte Figuren das innen hohl lassen. Das macht man dann später mit dem Slicer-Programm. Lass mal gucken, dass man hier, nee, das hat sich von der Unterlage gelöst, das muss ich sowieso abbrechen. Ja, das kommt leider auch vor. Cooldown und... Bitte? Habe ich auch schon probiert. Normalerweise hält es mit dem Zucker sehr, sehr gut. Allerdings habe ich das Druckerbett jetzt, weil ich ungeduldig war, nur auf 80 Grad statt auf 100 aufgeheizt und da hält es wirklich nicht gut. Jetzt weiß ich es, ja. Na, ich habe auf dem Drucker bisher nur ein einziges Mal gedruckt. Der sollte dafür unterwegs sein. Mein anderer, mit dem ich die anderen Figuren gemacht habe, ist dieser Renkforce 1000, der Voll-Alu-Drucker bei Konrad Elektronik. Und bei dem drucke ich auch mit Zuckerwasser auf der Fläche und stelle dann die Temperatur für ABS aber auf 110 Grad. Das ist genau die Glastemperatur und damit hält es bombenfest. Ja, aber hier braucht er mit dem Alu-Bett ungefähr eine Viertelstunde, um das auf 100 Grad aufzuheizen. Das wollte ich mir ersparen. Habe ich an der falschen Stelle gespart. So, gut, dann kann ich ihn auch ausmachen, dann hört man den Lüfter nicht mehr so laut. So. Okay. Ja, irgendwann nervt einem das Geräusch mit dem Lüfter auch. Gut, Cube, Kantenlänge 10, Center gleich True, Würfel in der Mitte des Koordinatensystems, aber das ist natürlich noch nicht alles. Quader wäre die nächste Form, also ein Würfel mit unterschiedlich großen Seitenlängen. Und da sehen wir so eine Standardsyntax von OpenSCAD. Koordinaten, also x, y und z, sowie Seitenlängen x, y und z werden in eckige Klammern geschrieben.
Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, dass in die runde Klammer nochmal eine eckige Klammer kommt. Aber das bedeutet einfach, zeichne einen Würfel mit einer Länge, die aus drei Werten besteht. Nämlich der 2 für die X-Richtung, der 3 für die Y und der 4 für die Z-Richtung. Wobei die Z-Richtung von unten nach oben ist. So, also das gleiche nochmal. Cube, runde Klammer auf. Ich nehme jetzt mal 10, 20, 30, damit er nicht zu klein wird. F5 übersetzen und da sieht man ihn. So, das Center gleich True mache ich wieder dahinter. Center gleich True, damit ich wieder im Mittelpunkt des Koordinatensystems lande. Ja, also was wir jetzt haben, das sieht etwa so aus. Ja, nicht ganz, also hier sind es 15 cm mal 7 mal 2 ungefähr. Die kriegt man übrigens so glatt, ja, das ist dieses Hips, woraus Plastikteller gemacht werden, indem man das fertige Objekt, was aus vielen, vielen kleinen Linien besteht, in ein Einmachglas tut und oben in den Deckel ein mit Fingernagellackentferner getränktes Taschentuch einklemmt. Der Fingernagellackentferner, der verdunstet, löst dann die Oberfläche von dem Druckobjekt auf, da wird sie ganz glasig, wenn man zu lange wartet, zerfließt es komplett. Hier sieht man gerade so den Übergang von den Linien bis zu dem glasigen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Anschauungsobjekt, um es einmal rumgehen zu lassen. Ja, also wenn man die Figuren ganz glatt haben möchte, sodass man gar nicht mehr sieht, dass die aus dem 3D-Drucker kommen, dann kann man den Trick mit dem Acetongas verwenden. Man braucht halt ein großes Einmachglas, etwas Aceton aus der Apotheke oder aus dem Baumarkt, ein Taschentuch, was man mit Tesa an den Rand kleben kann. Und unten drunter am besten Alufolie, damit der Boden von dem Objekt nicht am Glas nachher festhängt. Gut, der Kubus. Damit haben wir die erste der Grundformen, die nur aus Kanten besteht, kennengelernt. Ja, das nächste ist die Sphäre, also die Kugel. Ich kommentiere meinen Kubus wieder aus. Und mache eine Sphäre. Einfach erstmal ganz ohne Parameter. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Ja, und da erleben wir die erste Überraschung, dass die Kugel so gar nicht kugelig aussieht, sondern eher wie ein kleiner Diamant. Mit den Parametern, die ich voreingestellt habe auf der Knoppix, müsste man eigentlich auch sehen, warum. Der Grund sind diese weißen Linien, die hier sind. Ansonsten, falls ihr die nicht habt, unter Ansicht bitte Kanten anzeigen, einschalten. Kanten anzeigen oder Steuerung 1, dann sieht man diese weißen Linien. Ja, ich gebe den auch mal rum. Das wäre also quasi die Kugel mit Seitenlänge oder mit Radius 1 so rum. Ja, und der Grund, warum das nicht wie eine Kugel aussehen will, ist die Auflösung, in der OpenSCAD aus Geschwindigkeitsgründen rendert. Sicherlich könnte man an dem Programm noch einiges optimieren. Bei einer 1 mm großen Kugel verwendet er nur eine begrenzte Anzahl von Dreiecken, um die runde Oberfläche anzunähern. Das ist ja generell so, dass die meisten Computerprogramme Gittermodelle verwenden, die aus Dreiecken bestehen. Und aus diesen Dreiecken werden dann auch runde Flächen zusammengesetzt. Das Dreieck ist die kleinstmögliche Punktzahl, um eine Fläche im Raum zu generieren, die immer platt ist. Ja, also mit 4 Punkten hätte man die Möglichkeit der Torsion, mit 3 Punkten hat man das nicht. Dort ist die Fläche immer glatt und das können Computer halt besonders schnell berechnen. Und weil wir hier eine relativ kleine Anzahl von Dreiecken haben, sieht das Ganze so gar nicht wie eine Kugel aus. Das kann man auf zwei Arten beheben. Die offensichtliche Variante ist, man macht die Kugel größer, also Sphäre 10 zum Beispiel. Dann habe ich eine Kugel mit Radius 10
Ja, dort sind einfach mehr Dreiecke, die draufpassen und dadurch wird die Kugel kugeliger. Ja. Es kam schon mal die Frage, warum ist denn hier oben kein Dreieck, sondern da ist ja was, was wie ein Kreis aussieht. Das hat einfach den Grund, das ist nur die Rückseite von Dreiecken. Da muss man keine weiteren Dreiecke mehr reinmachen, um diese Fläche zu erhalten. Deswegen ist es im Prinzip auch Dreiecke, aber halt die Rückseite von Dreiecken. Das ist einfach freie Fläche. Die zweite Variante, wenn ich tatsächlich eine 1 mm große Kugel haben will, ist, ich erhöhe die Auflösung. Das geht mit einer Variable $FN. Die kann man entweder für alle Objekte direkt an den Anfang der Datei schreiben oder für ein einzelnes Objekt in die Parameterliste. Ja, $FN ist ein Zeichen dafür, dass eine Systemvariable ist. Mit $FN gleich 40 sage ich, ich möchte pro Längeneinheit 40 Kanten, 40 Dreiecke gezeichnet haben. Und damit wird auch diese sehr kleine Kugel mit 1 mm Länge plötzlich rund. Einfach weil ich die Auflösung und damit den Rechenaufwand erhöht habe. Zeichne ich jetzt also wieder die Kugel mit dem Radius 10, habe ich da sehr, sehr viele Dreiecke drin. Ja. Also $FN ist die Variante, wie ich die Auflösung erhöhen kann. Auflösung erhöhen, Systemvariable $FN hochsetzen. Ja, ich würde sowas erst ganz am Schluss machen, dieses $FN zu setzen, weil es halt viel Rechenzeit kostet, gerade bei komplexeren Objekten. Und dann wartet man 1-2 Stunden, wenn man halt was mit Transformationen, mit Hüllfunktionen macht, mit Minkowski. Das ist eine der langsamsten Funktionen. Ja, da reicht schon ein $FN gleich 8 und man wartet 3 Stunden, bis der Rechner was gezeichnet hat. Würde ich ganz am Schluss machen, wenn ich sehe, alles sieht gut aus und jetzt möchte ich noch die Kanten verschwinden lassen und alles schön rund haben, dann setze ich $FN auf einen hohen Wert, drücke auf F5 und gehe dann Kaffee trinken. So, das ist die Kugel und in die Kugel kann man optional den Radius angeben. Ich kann auch den Durchmesser angeben. Es sollte eigentlich die gleiche Kugel rauskommen. Ja, tut es auch. Also es hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt auf Neu übersetzen gedrückt. Vorher hatten wir Sphere 10, jetzt haben wir Sphere D gleich 20. D Diameter in Englisch ist dann der Durchmesser. So kann ich also, wenn ich es genau haben möchte und den Durchmesser brauche statt den Radius, mit D gleich arbeiten. Entsprechend wäre hier oben R gleich 10, dann habe ich den Radius festgelegt, aber R ist auch Standard und wenn ich nur 10 schreibe, ist es automatisch der Radius. So, damit haben wir die zweite Grundform kennengelernt. Ich spicke mal wieder im Tutorial, da steht der Trick mit dem $FN auch angegeben, um die Anzahl der Dreiecke zu erhöhen. Bevor wir das mit der Summe machen, machen wir die nächste Funktion, nämlich den Zylinder. Der Zylinder hat das gleiche Problem wie die Kugel. Solange er nur Radius 1 hat, sieht es eher aus wie so eine Art Schraubenmutter. Und noch nicht mal das, der müsste ja eigentlich sechseckig sein, der hat aber hier nur 5 Ecken. Ja, ein Zylinder hat oben einen Kreis, unten einen Kreis, dazwischen eine Verbindung. H gleich 20 wäre die Höhe, R1 ist der Radius 1. R2 ist der Radius 2,
müssen wir eigentlich etwas höher machen, 60 vielleicht. Und damit bekomme ich so einen klassischen Zylinder, wie man ihn sich vorstellt. Eine Cola-Dose. Und das ist ja, der hier. Der ist nicht geglättet. Ja, da sieht man noch die einzelnen Linien vom Drucken. Also diese Sachen in Lila, die sind alle mit Hips gedruckt, mit diesem Plastikgeschirrmaterial. Man kann auch mit ABS drucken. Das ist das, was um Bohrmaschinen drumherum ist. Am einfachsten druckt sich es mit PLA, weil sich das nicht verzieht und auch besser auf der Platte hält als Hips oder ABS, aber das ist leider nicht temperaturstabil und fängt schon an bei 80 Grad sich zu verformen, also nichts für Kaffeebecher. Das Hips ist temperaturstabil, damit kann man sich auch einen Tee- oder Kaffeebecher oder eine Kaffeekanne machen, ohne dass irgendwas kaputt geht oder sich verformt bei der Hitze. Also das war ein Zylinder mit Höhe 60. Unterer Kreis Radius 20, oberer Kreis Radius auch 20. Eine Sonderform des Zylinders ist mit unterschiedlichen Radien. Zum Beispiel Radius 1 behalten wir auf 20, Radius 2 machen wir 5. Ja, das gibt dann diese Form. Das ist also ein Kegelschnitt. Jetzt der Test, ob alle aufgepasst haben. Wie könnte ich dafür sorgen, dass der Kegel eine richtige Spitze hat? Was muss ich ändern? R2 gleich 0, ganz genau. Ja, mit R2 gleich 0 habe ich dann einen Kegel mit tatsächlich einer Spitze vorne drauf und eine kreisförmige Fläche, wo er drauf steht. Und der ist zwar nicht ganz zentriert, also der sitzt unten auf der Platte mit X- und Y-Koordinate, also bei Z gleich 0 auf, aber dafür ist er doch immerhin in der Kreismitte im Koordinatensystem zentriert. Wir werden auch noch lernen, wie man die Gegenstände alle verschiebt. Dieser Zylinder, also der Kegel, ist mit drei verschiedenen Farben gedruckt. Da habe ich mal eine Platte gedruckt mit einem Würfel, mit einem Zylinder und mit einer Kugel und habe Reste verdruckt. Unten ist ABS in Blau. Als das zu Ende war, habe ich den Drucker angehalten, habe dann mit Weiß weitergedruckt und als das zu Ende war, mit einer schwarzen Rolle angefangen. Deswegen ist der so hübsch bunt. Ist einfach ein Reste-Exemplar gewesen, ja, um nicht so viel Müll zu produzieren. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, Polygone zu machen. Jetzt muss ich mal gucken, ist das Cheat Sheet inzwischen da? Nee, noch nicht. Ja, die Funktion heißt Polyhedron. Es wird mit Arrays aus X, Y und Z-Koordinate gemacht. Ist relativ kompliziert. Man braucht es nicht so oft. Bisher bin ich bei allem, was ich konstruiert habe, am Rechner immer mit den drei Grundformen, Zylinder, Kubus und Kugel ausgekommen und habe die kreativ zusammengesetzt. Falls man mal so eine Form braucht, die aus Punkten im Raum besteht, die alle miteinander verbunden werden müssen, dann ist Polyhedron die richtige Form. Ja, aber oft kommt man mit den drei Grundformen aus und wie man die miteinander kombiniert, kommt jetzt als nächstes. Summe aus Kugel und Würfel geht recht einfach. Ich schreibe die nämlich einfach hintereinander. Das haben wir in dem OpenSCAD-Tutorial 1 vor dem Zylinder stehen. Sphere 40 und Cube 60 mit Center gleich True. Also beides zentriert im Koordinatensystem. Cube
60 Center gleich True. Und direkt dahinter eine Sphere mit, was war das, 30, 40. Sphere 40. So. Ich klammer es schon mal, braucht man an der Stelle zwar nicht, weil es die beiden einzigen Objekte sind, die in dem Programm drin sind, aber wenn man später noch was mit den beiden machen will, ist es ganz gut, wenn man die Klammern schon mal hinschreibt. Ja, und das sieht jetzt so aus. Die Summe aus Würfel und Kugel gibt ein komisches Objekt, was aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwer zu drucken ist. Es gibt nämlich kaum eine Möglichkeit, das flach auf eine Platte draufzulegen. Ja, man braucht ja eine Grundfläche, wo das Objekt drauf steht, wenn man mit Plastik von unten nach oben druckt. Und die Kugel ist dafür die denkbar ungünstigste Form, weil die haftet nur in einem einzigen Punkt. Hier müsste ich also mit Stützmaterial drucken. Oder, was ich in diesem Fall gemacht habe, hier, ja, ist nicht ganz, da habe ich Kugel und Würfel etwas verschoben. Ich habe erst die obere Hälfte gedruckt, dann die untere Hälfte und später zusammengeklebt. Dadurch habe ich zwei Hälften, die perfekt auf der Platte haften. Wenn man es jetzt so betrachtet, eigentlich hätte ich das auch am Stück drucken können, weil ich den Würfel schon etwas nach unten verschoben habe, könnte der auf der Platte ganz aufliegen. Mache ich dann beim nächsten Versuch. Ja, also das ist die Summe aus Würfel und Kugel. Ja, und damit nicht irgendwann mal hunderte von Objekte alle in der Mitte zusammenkleben, braucht man natürlich noch andere Operationen, um die Objekte miteinander anders zu verknüpfen. Ich kommentiere das mal aus über den mehrere Zeilen umspannenden Kommentar. Ich kann nämlich auch zum Beispiel die Differenz bilden aus Würfel und einer Kugel. Und zwar ist es wie bei der mathematischen Differenz so, dass ich vom ersten Objekt das zweite Objekt abziehe und das Ergebnis der Subtraktion heißt ja Difference und genauso heißt auch in OpenSCAD die Funktion, um ein Objekt von einem anderen abzuziehen. Ja. Differenz braucht immer genau ein Objekt, von dem etwas abgezogen wird und alle weiteren Subtrahenten werden dahinter geschrieben und werden dann vom ersten auch mit abgezogen. So kann ich also auch mehrere von einem abziehen. Gut, einmal übersetzt sieht das so aus. Das ergibt also einen Würfel, bei dem eine Kugel in der Mitte fehlt. Genau, und das haben wir sogar zweimal. Einmal mit Bentley gedruckt, das ist wie Plexiglas, ist auch ziemlich robust, man muss aber sehr, sehr langsam drucken, sonst bleibt es im Kopf hängen. Und einmal wieder mit dem Hips und der Acetonglättungsmethode. Ja, man sieht das hier auch, dass tatsächlich innen so rund ist, als wäre da mal was drin gewesen, was später ausgeschnitten worden ist. Da fehlt tatsächlich einfach die Kugel im Würfel. Was? Andere Farbe? Oh, okay. Differenz. Eingefärbt hat das ja richtig. Richtig, eigentlich. Eigentlich, ja. Ich schreibe es noch mehr. Ist vielleicht bei Ansicht irgendwo was angezeigt? Alles auf Standards gelassen. Alles auf Standards. Zurücksetzen vielleicht. Sind wir jetzt noch den Zoom-Faktor? F5 gedrückt zum Übersetzen? Ja, ja. F5. Das ist doch nicht. Spannend. Alles einmal abändern. Naja. Muss es einrücken? Nee, nee. Das ist eigentlich egal. Oder? Also man kann alles in einer.
kennt das nicht. Naja. Nochmal bei Ansicht bitte. Vielleicht gibt es da irgendwie ja, verborgene Flächenanzeige oder sowas, kombinierte Anzeige. Kombinierte Anzeige, Kantenanzeigen, Koordinatenachsen. Also Kantenanzeigen habe ich eigentlich noch angehabt. Aber es ist jetzt ja, das sind, da. Ja, das ist ja. Ja, ist alles richtig. Alles richtig. Also das sieht so aus, als stünde vor. Ist es bei allen so oder? Ja, so sollte es aussehen. Mal gestartet. Gut, das kann ein OpenGL-Fehler sein. Das Programm ist sehr speicherhungrig. Das nimmt den gesamten Grafikspeicher von der Grafikkarte in Beschlag. Das kann man in Einstellungen einstellen, wie viel er da nehmen darf. Und wenn kein Speicher mehr da ist, dann fängt er an, Artefakte zu produzieren. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube ja nicht, dass es am PXE liegt. Ich denke eher, da ist der Grafikspeicher von der Grafikkarte am Ende gewesen und dann konnte er halt keine Transparenz mehr reinbringen. Ja? Aber das bringt mich auf was? Man hat nämlich die Möglichkeit, Objekte, die nicht da sind, wieder erscheinen zu lassen, aber nicht mitzudrucken. Das eine ist die Raute. Die macht ein Objekt wieder transparent sichtbar, also so, dass man durchgucken kann. Das heißt, man kann dann sehen, ah, hier wäre jetzt die Kugel gewesen. Und die zweite Variante ist das Prozentzeichen. Das ist so ähnlich, das macht man für eine Außenhülle quasi, dass man sehen kann, wo das Objekt ist. Und das Prozent bedeutet definitiv nicht mitdrucken, das ist dann sozusagen Glas, das ist nicht wirklich da. Unterschied zur Farbe ist, das würde so noch mitgedruckt, wenn es nicht eine Differenz wäre. Besser wäre es hier oben zu machen. So, ja. Das macht also den, färbt den Würfel ein, druckt ihn aber mit und wenn ich ein Prozentzeichen davor mache, dann wird der Würfel nicht mitgedruckt. Ja, dann sieht man hier nur die Kugeldifferenz, eigentlich dürfte jetzt gar nichts mehr drucken. So, und beides weg, sowohl Prozentzeichen als auch die Raute, hat man das Objekt so, wie es auf dem Drucker nachher rauskäme. Ja, bei so Sachen, die so fein gedruckt sind, tendiere ich dazu, die dünnen Stellen doch etwas dicker zu machen und wird dann noch so ein bisschen tüfteln, vielleicht hier für Cube doch eher eine 70, na, das ist zu groß, oder 65. Ja, das ist besser. Was man jetzt noch machen könnte, wäre, wir setzen in diesen Würfel wieder ein neues Objekt rein, nämlich eine weitere Kugel, die dann außerhalb der Differenz steht, Sphäre. Und wie machen wir die? 40 war die Originalgröße, 35 vielleicht. Ja, das lässt sich fast drucken, also beinahe. Das lässt sich deswegen nicht drucken, weil die eine Kugel etwas drüber hinausragt. Eigentlich dürfte die nicht bis zum Rand gehen. Cube 65, Sphäre 40, Sphäre 35. Ah doch, die ragt über den Würfel hinaus, genau. Sphäre, da müsste ich die Hälfte vom, müsste ich 20 nehmen. Das Doppelte, dann wäre es so hoch wie der Würfel. Nö, aber das sieht eigentlich auch gut aus. 40, 65, die Hälfte ist 32,5. So, jetzt sitzt die Kugel auch unten auf der Platte. Das ließe sich mit Stützmaterial lässt sich drucken. Dann haben wir eine in einem hohlen Würfel sitzende Kugel und die bekommt man aus diesem Würfel auch nicht raus.
Ja, weitere Kombinationsmöglichkeit. Aus der Mengenlehre der Mathematik kennen wir die Vereinigungsmenge, das war die Summe. Wir kennen die Differenz. Das sind die Dinge, die nicht in beiden sind. Und dann gibt es natürlich noch die Schnittmenge. Und die Schnittmenge heißt auf Englisch, wer weiß es? Da hat schon nachgeguckt, Intersection. Ja, und wenn man jetzt überlegt, sich das, bevor man auf F5 drückt, vorzustellen, was wird da rauskommen? Das sind nur die Sachen, die sowohl im Würfel als auch in der Kugel drin sind. Also alles, was außerhalb von beiden Objekten ist, wird nicht dargestellt. Also auch etwas, was abgeschnitten wird. Ja, und so sieht es aus. Der Würfel ist an dieser Stelle nicht innerhalb der Kugel, deswegen wird das abgeschnitten. Und an dieser Stelle wäre der Würfel auch zu Ende, dann wird also die Kugel abgeschnitten. Ja, so haben wir etwas, was aussieht wie so ein Spielwürfel, was ein bisschen rumrollt und dann irgendwann auf einer Seite zum Liegen kommt. Das ist die Schnittmenge aus beiden. Und das ist dieses hier. Ja. Und das auch, das habe ich aber abgebrochen, damit man hier sehen kann, wie das innen gefüllt ist. Damit man nicht so viel Material verbraucht, werden über den Slicer, da hören wir heute sicherlich auch noch einen Vortrag drüber, bitte. Das ist innen hohl. Genau, innen ist es nicht ganz hohl. So sieht es innen aus, so Bienenwabenstruktur. Ja, sonst könnten wir es einfach zusammendrücken und es wäre kaputt. Und ich kann, wenn ich sehr, sehr langsam drucke, dann erhärtet das Material hinter dem Druckkopf. Und es zieht sich dann so eine quasi wie eine Schnur vom einen Ende zum anderen. Also man könnte es auch machen, wenn es ganz hohl wäre, aber dann muss ich mit einem Lüfter kühlen, dass es sofort trocknet, wenn es auf den Kopf rauskommt. Und dann kann ich wirklich waagrechte Linien drucken. Ja, es klappt nicht immer. Also ein Beispiel, wo es schief gegangen ist, da war zu wenig Füllmaterial da, ist bei diesem Periodensystem mit Blindenschrift drauf, da war zu wenig Füllmaterial, da ist es reingedruckt worden, statt von links nach rechts durchzuziehen. Bei den anderen hat es geklappt, da ist also genug Material drin gewesen, dass es gerade durchgegangen ist. Ja. Also je feiner man diese Bienenwabenstruktur macht, je engmaschiger, desto einfacher ist es dann gerade einen Faden drüber zu ziehen. Dann kommen noch zwei, drei Ebenen oben drüber, dann wird es auch ganz oben wieder glatt. Und bei einigen Objekten braucht man es gar nicht. Dieser Tetraeder hier, der ist komplett hohl, ja, weil der nach oben spitz zuläuft und sich dann oben in einem Punkt wieder trifft. Das ist auch ein Material, was im Dunkeln leuchtet. Das ist also fluoreszierendes PLA. Ja, kann man mal so ein Handy dran halten mit Lampe und dann hinterlässt das da drauf Lichtspuren. Ja, und da wir gerade bei Material zum Drucken sind, das Coolste, was ich bisher gefunden habe, das hat auch den Kindern am meisten Spaß gemacht, ist das hier. Ja, das heißt Ninja Flex und ist quasi unzerstörbar. Daraus kann man dann Fußbälle drucken. Da habe ich mit Füllmaterial gedruckt, da ist also auch diese Bienenwabenstruktur drin, damit man es nicht so zusammenquetschen kann. Ja, und das hat jetzt schon 20 Kinder überlebt auf dem OCC und ja, zum Beispiel, ja, Quietscheentchenmaterial. Ja. So, also wir können Objekte kombinieren, wir können Objekte voneinander abziehen und wir können jetzt auch die Schnittmenge von Objekten bilden, wodurch ganz interessante neue Sachen entstehen. Damit kann man jetzt schon mal einzelne Sachen machen, die aber immer noch alle in der Mitte des Koordinatensystems festkleben und da brauchen wir jetzt die nächste Funktion, mit der wir Dinge auch am Bildschirm verschieben können. So, dann kommen wir zu den Transformationen, also Objekte verschieben, verkleinern, vergrößern, spiegeln, rotieren,
Funktionen, womit man dann tatsächlich was zusammensetzen kann aus mehreren Teilen. Ja, zum Beispiel, ich möchte eine Spielfigur machen und da brauche ich einen Kegel und auf den Kegel möchte ich oben eine Kugel draufsetzen. Ja, erstmal beide Objekte generieren. Einmal war das der Zylinder, Höhe gleich 20, R1 gleich, nehmen wir 5, R2 gleich 0. Und auf den Zylinder drauf soll eigentlich eine Kugelsphäre, die darf 15 groß sein. Und wenn ich das jetzt rendern lasse, ja, dann habe ich den Kegel ganz in der Kugel drin. Das ist übrigens ganz interessant. Wenn man sehen will, was passiert ist, kann man die Kugel durchsichtig machen, entweder mit dem Prozentzeichen, dann ist sie quasi weg, aber noch transparent. Oder mein Zylinder stimmt nicht. Ha, gleich, ja? Ah ja, das stimmt. Danke. So, gut. Ja, aber hier kann man sehen, wo der Zylinder gelandet ist. Die Kugel ist zu groß, definitiv. Ja, die sollte vielleicht 5 sein. Das ist auch ein interessantes Objekt. Ein Stehaufmännchen, ja. Oder nennen wir es das Eineck. Ja, oder Träne oder Regentropfen, genau. Ja, aber eigentlich soll die Kugel ja nach oben. Ja, also brauchen wir jetzt eine Funktion, die etwas verschiebt. Und da brauchen wir wieder das Konstrukt wie vorhin, wo wir x, y und z Koordinate angeben können, wo es denn hin verschoben werden soll. Translate heißt die Funktion mit runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und in die Klammer rein kommt, wohin wir es verschieben. Und zwar möchten wir jetzt nur in Richtung Z-Achse verschieben, nicht in X und Y. Ja, hier unten ist übrigens immer das Koordinatensystem gezeichnet. So rum wäre es wie auf dem Drucker. Ja, also X nach rechts, Y nach hinten und Z nach oben. In X-Richtung möchte ich es nicht verschieben, weil da sitzt es schon richtig. In Y-Richtung ebenfalls nicht. Aber in Z-Richtung möchte ich es nach oben auf den Zylinder. Also vielleicht um ja, 20. Erstmal nach oben und dann gucken wir, wie es aussieht. Und das, worauf diese Translation wirken soll, das kommt dann dahinter. Das kann in der gleichen Zeile stehen, kann aber auch dahinter. Und wenn ich mehrere Objekte verschieben will, kann ich mit geschweifte Klammer auf, dann die einzelnen Objekte und geschweifte Klammer wieder zu, dafür sorgen, dass mehrere Verschiebungen stattfinden. So, wie sieht das aus? Ja, vielleicht ein bisschen noch nach unten. 18. Ja, der Radius hier könnte vielleicht noch etwas größer sein, damit die Figur nicht umfällt. Ja, das könnte man jetzt so als Halmersteinchen durchgehen lassen. Ja, damit haben wir jetzt mit der Translate-Funktion zwei Objekte zusammengefügt. Wenn wir mehrere davon haben wollen, können wir auch machen und dann die als Ganzes verschieben. Diesmal verschiebe ich um die X-Richtung, um 10 nach rechts. Und mache das für alle, also für den Zylinder und für die ebenfalls verschobene Kugel. So, übersetzen. Ja, jetzt habe ich also meine Spielfigur um 10 nach rechts verschoben. Wenn ich die zweite Spielfigur machen will, ja, brauche ich allerdings noch ein bisschen mehr Platz. Verschiebe ich sie vielleicht eher um 20. Ja, und dann kann ich weitere Figuren in meinem Koordinatensystem unterbringen. Ja. Also das erste Translate, das wirkt auf das gesamte Objekt, auf die Verbindung aus Zylinder und der ebenfalls nach oben verschobenen Sphäre. Die Klammerung gibt auch an, was in welcher Reihenfolge passiert. Das, was in der Klammer steht, wird immer als erstes ausgeführt. Was außerhalb der Klammer steht, wird dann
danach ausgeführt. Ja? Also erst wird das innere Objekt zusammengesetzt und dann als Ganzes verschoben mit Translate. So, und da war gerade dabei, so ein kleiner, ja? Ja. Auf der X-Achse, weil ich jetzt zum Beispiel mehrere Figuren hintereinander machen will. Die sollen alle zusammengedruckt werden, ja? Das machen wir gleich mal, ja? An der Stelle ist vielleicht ganz praktisch, schon die nächste Variante oder die nächste Funktion vorzustellen. Wenn man mehrere Sachen machen will, die gleich aussehen, dann lohnt es sich dafür, eine Funktion zu schreiben. Ich kopiere mir das und kommentiere es erstmal wieder aus. Die Funktionen heißen Module. Ja, da kommt jetzt die Konstruktion zum Tragen. Ein Modul ist ein zusammenhängendes Objekt. Ja, und wir würden als Informatiker eigentlich eher sagen, eine Funktion, die man wiederverwenden kann. Ja, Module sagt also, ich mache jetzt ein zusammenhängendes Objekt und benenne das Spielfigur. Und dieses Modul Spielfigur, das soll das machen, was wir hier hatten. Ja, und jetzt kann ich diese Spielfigur zum Beispiel mit Translate verschieben und behalten. Translate 2000 von der Spielfigur und das gleiche nochmal ohne verschieben. Und dann mache ich noch eine dritte und verschiebe die nach links. Also minus 20. Ja? Jetzt habe ich also drei Stück, die ich jeweils mit Translate verschoben habe. Also zumindest die beiden äußeren. So, alle noch dabei? Ja, bisher war es auch, glaube ich, nicht so schwer. Schleifen. Ich denke, das schaffen wir zusammen. Ja? Wenn man sowas gemacht hat, kann man sich überlegen, na, warum muss ich jetzt jedes Mal Translator vorschreiben? Spielfigur, Spielfigur, Spielfigur. Das muss doch auch automatisch gehen. Computer können ja Sachen sehr gut wiederholen. Und dafür gibt es ein ganz klassisches Konstrukt, das Konstrukt der Vorschleife. Und die sieht in OpenSCAD, muss ich zugeben, gewöhnungsbedürftig aus. Wenn man es von Java, PHP und C her kennt, dann ist es etwas ungewohnt. Ich glaube, in Python geht die Variante, die wir jetzt machen, auch. Erstmal wieder alles weg. Ja, also eine Schleife, die 8x8 Figuren generiert. For x ist gleich 0 bis 7, y gleich 0 bis 7. Doppelpunkt, Dankeschön. Ja, also man gibt hier Variablennamen an und dann der Bereich von bis. Schrittweite ist standardmäßig auf 1 gesetzt, kann man aber mit Step noch hinten angeben, dass es auch zum Beispiel 0,5 verschoben werden soll oder so. Und dann kann ich sagen, translate x, y, 0, ja, in Z-Richtung wollen wir nicht verschieben, Spielfigur. Eigentlich hätte man sich die geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, auch sparen können, weil es ja nur ein Befehl ist. Ja, dann ist es etwas
übersichtlicher vielleicht. Ich rück das mal alles so ein bisschen ein. Ja, fast. Da müsste ich aber nochmal mit 10 multiplizieren, denke ich, oder mit 20, damit es passt. So. Ja, und voilà, jetzt haben wir ein ganzes Schachbrett mit Spielfiguren generiert, und zwar nur mit einer einzigen Vorschleife. Ich mache mal wieder Ansicht zurücksetzen. Ja, also diese Vorschleife hier, die ist sehr platzsparend. Das sind eigentlich zwei ineinander verschachtelte Vorschleifen. Eine vor x gleich 0, x kleiner 7, x plus plus, dann vor y gleich 0, y kleiner 7, y plus plus oder kleiner gleich 7. Und auf diese Weise geschrieben, macht er das halt alles auf einmal. Ja, die Reihenfolge, in der das macht, ist, glaube ich, auch gar nicht festgelegt. Es zählt das Ergebnis, dass wir jetzt nämlich 8x8 Spielfiguren haben. Ja? Was man beim Drucken mit dem Slicer machen kann, also mit dem Druckprogramm, ist, man nimmt ein Objekt und sagt, ich möchte das jetzt 64 Mal duplizieren, und das soll es automatisch anordnen. Das ist natürlich einfacher. Wenn man hier einen Kamm machen will oder so ein zusammenhängendes Objekt, was verbunden ist, dann ist es mit der Vorschleife natürlich praktisch. Weil dann kann man die bereits positionieren, miteinander verbinden, Brücken dazwischen legen. Macht das einen Unterschied bei der Qualität aus, wenn er von einem Objekt praktisch zum anderen gehen muss? Eigentlich nicht. Ja, also wenn ich jetzt einfach nur die Spielfiguren mehrfach drucken wollte, dann kann ich das sowohl mit der Vorschleife hier machen, dass ich die Platte quasi vorbereite. Und ja, das Modul oben Spielfigur, das brauchen wir noch. Also das bitte nicht auskommentieren. Ja, das wird ja hier unten wiederverwendet. Ansonsten macht er hier einen Fehler, wenn man es auskommentiert hätte. Ja, dass er sagt, er kennt diese Funktion nicht. Ignoring unknown module Spielfigur. Ja, noch fieser. Er übersetzt es trotzdem, aber er sagt, er kennt diese Funktion nicht. Gut, also das kann man mit Vorschleife als auch ohne machen. Wenn ich die miteinander irgendwie verbinden muss aus irgendeinem Grund, dass ich daraus zum Beispiel eine Haarbürste mache, ja, Hundehaarbürste, mache ich unten drunter noch einen großen Quader, habe dann diese Noppen da drauf und kann damit den Hund bürsten, dann würde ich jetzt hier unten drunter noch die Platte machen, und dann ist es natürlich praktisch, wenn auch alles zusammenhängt, dass man es zusammen ausdrucken kann. Ja, machen wir den Quader vielleicht noch dazu. Cube fängt im Nullpunkt an, muss dann breit sein, 70 mal 20, 140, 140, Y Richtung auch 140 und Höhe 2. Und der muss nach unten verschoben werden. Translate 0,0, -2. Dann hängt es auch zusammen. Naja, fast. Also hier haben wir jetzt ein zusammenhängendes Objekt, was am Stück gedruckt werden kann. Dann habe ich die Spielfiguren mit einer Platte unten drunter, und dann sind die fest auf der Platte drauf. Und wenn ich noch einen Stiel dran mache, dann habe ich eine Hundebürste. So, mal gucken, genau, also diesen Würfel mit Kugel mit verschobener Würfel war auch Translate. Mirror spiegelt um die angegebenen Achsen, X- und Y-Achse, Scale skaliert. Damit kann ich also Objekte nachträglich kleiner oder größer machen. Könnte man zum Beispiel in die Schleife auch reinmachen und dann abhängig vom X, Y, Z-Wert die Figuren unterschiedlich groß machen mit Scale. So, und zwei Kleinigkeiten noch, dann müssen wir Schluss machen, oder? Ja, genau. Eine der Funktionen, die ich am praktischsten finde, ist die Hülle. Hülle ist einfach nur Hall als Funktion,
und nimmt Objekte, die man vorher definiert hat, zum Beispiel drei Zylinder, und zeichnet um diese drei Zylinder eine Hülle drumherum. Haben wir sie irgendwo? Nee, habe ich noch irgendwo eingepackt. Ja. Und Minkowski ist, wenn man Ecken abrunden will, dann kann man mit Minkowski eine Kugel um das Objekt drumherum wandern lassen, über jede einzelne Fläche, jede einzelne Kante, und bekommt dann abgerundete Ecken. Ja, mit der Sphäre 5 mache ich also eine mit Radius 5 große Kugel, die um einen 25 Kantenlängenwürfel drumherum wandert. Leider ist dieses Minkowski grottenlangsam. Also wenn man Pech hat, Stunden und Stunden. Dann gibt es das Hall deutlich schneller, mit der Hülle drumherum zu zeichnen. Wenn ich also an den Würfel quasi Kugeln außen drauf klebe und dann eine Hülle drumherum zeichne, habe ich das gleiche Ergebnis, aber Faktor 200 schneller. Ja, denk mal, das ist ein Konstruktionsfehler von OpenSCAD, dass es so langsam sein muss. Und zwei Funktionen, die ganz praktisch sind, wenn man mal so kleine Vasen oder Kunstobjekte drucken will, wie diese hier. Das eine ist aus ABS, das andere soll eigentlich Gold sein, aber ich sehe es eher als Orange. Und das hier ist wieder aus dem Bentley. Das sind Rotate Extrude und Linear Extrude. Mit Rotate Extrude kann ich eine zweidimensionale Form, wie zum Beispiel einen Kreis, um eine Achse rotieren lassen. Und das erzeugt mir dann so einen Torus, ja, also Ringe. Das ist einfacher, als es aus Kugeln mit Hüllen oder sonstigen Sachen mit Translate und einer Vorschleife zusammenzusetzen. Fertige Funktion, die das bereits macht. Und das Linear Extrude, das nimmt eine Form, die kann auch 2D sein, und zieht die quasi vom Bett aus nach oben raus und verdreht sie dabei. Und damit kann man diese Objekte machen, die sind auch für Vasen gut geeignet oder für Kunstobjekte. Sowas zum Beispiel, kleine Vase. Ja, das ist also auch in OpenSCAD eine ganz einfache Funktion, um sowas zu generieren. Okay, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss für Mittagessen, und nachher erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was über die anderen gedruckten Sachen und die Funktionen, die man mit OpenSCAD machen kann, und auch Dinge, die ich konstruiert habe als Ersatzteile für Drucker, die ständig kaputt gehen, geht auch mit OpenSCAD. Schön ist halt, dass man maßhaltig arbeiten kann. Wenn ich genau für eine 1 mm große Schraube eine Öffnung brauche, dann ist die auch 1 mm groß in OpenSCAD. Und nach dem Drucken kommt dann doch etwas mehr Material drauf, dann muss man sie wieder ausbohren. Aber auch das kann man hier in dem OpenSCAD mit einer Korrekturfunktion dann wieder beheben. Gut. Okay, aber machen wir erstmal Pause und machen dann nachher noch ein bisschen weiter, vielleicht 10 Minuten. Noch ein bisschen was drüber erzählen. Der Vortrag mit der 3D-Software zum Drucken, kommt da auch Slicer vor? Der ist noch nicht da. Ja, nicht, dass ich da was vorwegnehme oder so, was er machen wollte. Ist er an der Beamer? Ach, jetzt. Der Effekt, den ich heraus will, war, dass dabei geht, dass man einen großen Zylinder nimmt, ne, und drinnen mit der gleichen Höhe und einem kleineren Radius subtrahiert. Ne, dann sieht man in der Darstellung sozusagen, dass es auch immer Probleme gibt. Ja, also worauf man achten muss, ist schon, dass man bei Differenzen das keine Widersprüchlichkeiten, also nicht an einer Stelle auf einem Punkt, wo sich was trifft, das ist schlecht, weil dann ist der Punkt weder da noch nicht da. Man sollte es immer überlappen lassen. Also wenn es auch nur ein Zehntel oder ein Hundertstel Millimeter ist, nie so an die Kante drucken, dass es genau da abschließt, wo das eine wieder aufhört. Auch beim Abschneiden von Grenzen nicht. Ja, das markiert er dann in der Ausgabe mit so rot und manchmal flackert es auch. Das ist dann nicht perfekt gerendert. Die Beispiele, die ich gemacht hatte, um Ersatzteile für den Drucker anzufertigen, öffnen. Also. Gut, das ist so ein Beispiel, das ich selbst gemacht habe für meinen zweiten 3D-Drucker. Da ist für die Z-Achse oben so ein Microswitch, der bricht alle 10 Ausdrucke ab.
der muss etwas überdehnt werden, weil er die Platte nachmessen muss. Dann muss er etwas über die Endposition hinausfahren und dabei geht dann meistens dieser Switch zu Bruch. Besser wäre es, wenn man dort einen ordentlichen Microswitch reinmacht mit einem Halter. Den haben wir hier, aber der ist halt standardmäßig nicht drin. Und für diesen habe ich mir dann einen entsprechenden Microswitch-Halter selber gedruckt. Der muss über ein Rohr, was hier durchläuft, drüber und da darf nichts draufstehen. Jetzt ist es so, freischwebend in der Luft kann man nicht drucken. Man braucht also immer etwas, wo der Ausdruck drauf geht. Und dafür gibt es diese beiden Support-Beinchen, das im Prinzip wieder aus den Grundformen besteht, nämlich einmal dem Kubus und einmal einem abgesägten Kubus mit so einem Dreieck. Und diese beiden überstehenden Sachen, die lassen sich nach dem Ausdruck, wenn man also hier mit einer Linie drüber gedruckt hat, das geht, lassen die sich ohne Probleme einfach abbrechen und dann haben wir hier so ein quasi freischwebendes Teil, was man mit Hilfe einer genau passenden Schraube hier festschrauben kann und der Microswitch passt hier oben genau rein und der Schalter ist an der richtigen Stelle, dass er von dem Brett bedient werden kann. Und weil es dieses Teil halt nicht fertig zu kaufen gibt, sind dafür 3D-Drucker echt toll. Damit kann man sich Materialien und Ersatzteile herstellen, die es eben im Handel nicht zu kaufen gibt. Und mit Hilfe von so Stützmaterialien, die definiert man sich einmal als Modul. Ja, hier ist es, die Funktion Module haben wir ja schon kennengelernt. Um so Beinchen zu machen, macht man dann drunter und dann kann man die später wieder abbrechen, wenn der Ausdruck fertig ist. Und da war es wirklich so, dass die Bohrlöcher genau gepasst haben mit den 2 mm Schrauben, mit denen diese Microswitches normalerweise festgemacht werden. Und alles Sachen, die wir schon hatten, mit Translate, mit Zylinder, mit Difference, mit Cube. Ja, also im Wesentlichen wird hier nur Zylinder und Würfel verwendet. Ja, die Kugel kommt gar nicht zum Einsatz. So, RF1000. Und das zweite, was ich mir für den gleichen Drucker gemacht habe, war ein Filamenthalter. Ja, der steht normalerweise so herum, hängt er am Drucker dran. Nur müsste ich es drehen, sodass man es sehen kann. Ja, und da läuft dann das Filament durch und hat unten, da habe ich eine Kugel verwendet, und zwar zum Abrunden der Ecken, damit das Filament dort nicht hängen bleibt, an der scharfen Kante wird hier mit einer Kugel abgerundet. Der Rest ist auch wieder Zylinder und Kubus, also ein Zylinder für den PVC-Schlauch, wo dann das Filament durchläuft, und einmal für das Bohrloch eine Aussparung, womit man das an den Drucker dann festschrauben kann. Ja, und herauskommt dann dieses kleine Gerät. Auch Reduzierstücke für Gartenschlauch und Springbrunnen und so weiter kann man damit ganz hervorragend entwerfen. Die Sachen gibt es halt auch alle nicht im Geschäft und da sucht man dann lange nach und mit ein bisschen OpenSCAD, ja, also gerade von hier bis hier, kann man sich dann auch ganz gut behelfen. Es gibt ja riesige Bibliothek von dem Zeiger. Ja. Eine besonders interessante Webseite für 3D-Drucker, kennen die meisten, die sich damit beschäftigt haben, wahrscheinlich schon, Thingiverse, das Universum für Dinge sozusagen. Dort findet man viele, teilweise exotische Sachen mit und ohne Quelltexte. Ja, so ein Standardmodell zum Drucken ist diese Eule, die ist mit PLA mit 0,1 mm Auflösung gedruckt. Das hier ist ein bisschen extra Gehirn an einem Ring, so als Glücksbringer für Prüfungen, sehr beliebt bei Studenten. Und diese Dinge und mehr findet man eben auch auf Thingiverse, Turbinen zum selber bauen. Und manchmal ist auch der OpenSCAD Quelltext dabei, also nicht alle diese Modelle sind mit OpenSCAD gemacht worden, es sind auch welche dabei, die sind mit Blender erstellt worden oder anderen 3D-Zeichenprogrammen für die etwas grafisch bewanderten Künstler, aber
OpenSCAD kommt auch vor, gerade bei so Sachen wie Schachspielen, Spielfiguren, Konstruktionszeichnungen, Adaptern und solchen Dingen. Da gibt es nichts Besseres als OpenSCAD, weil man dort eben mit Maßhaltigkeit sehr genau arbeiten kann. Thingiverse.com. Thingy wie Ding, Everse.com. So, für das Spiel Robocode, das braucht aber ein bisschen länger zum Rendern, habe ich den Robocode-Roboter, damit man sich den auch grafisch ein bisschen vorstellen kann, in seinen einzelnen Teilen hier auch zusammengebaut. Da gibt es einmal den Radar, die Kanone, den Körper und die Räder jeweils einzeln. Zusammengebaut sieht man ihn hier. Not printable this way, das stimmt. Da ich hier aber auch teilweise Minkowski verwendet habe, braucht das etwas länger. So, das Ergebnis habe ich aber auch ausgedruckt dabei. Das brauchen wir dann später bei unserem Robocode-Workshop wieder. Ja, also diese kleinen Roboter, die sind in Java geschrieben, die gibt es gar nicht in echt. Die bestehen aus drei Teilen, einmal dem Roboterkörper, der herumfahren kann, vorwärts und rückwärts und sich drehen kann. Dann einer Kanone, die sich um die Z-Achse dreht, womit man dann auf die Gegner schießen kann. Und oben noch ein Scanner drauf, womit man die Umgebung abtasten und die anderen Roboter finden kann. Ja, und der ist genau 40x40x40 groß in OpenSCAD. Und in Wirklichkeit, also in dem Java-Spiel, ist er 38x38x38 Pixel oder Einheiten groß. Und die einzelnen Teile, wie gesagt, die habe ich hier mit OpenSCAD entworfen und dann später auf dem 3D-Drucker ausgedruckt, damit man für den Unterricht ein Modell hat, wo man dann erfahren kann, wie dieser Roboter funktioniert. So, denn ein bisschen erweiterte Funktion für OpenSCAD. Man kann damit auch so ein bisschen Mathematik machen. CD. Stimmung.SCAD. Irgendwo müsste ich das Beispiel noch haben. OpenSCAD Workshop 3 müsste das sein. Ein was? Ja, also Bezierkurven und so Sachen kann man auch machen. Gut, was wir hier haben, ist ein rekursiver Baum. Ja, der ist jetzt vor allem deswegen langsam, weil mein Robocode-Roboter noch in dem anderen Fenster rendert. Tja, ich weiß nicht, ob es mit einem Quad-Core Raspberry Pi schneller gegangen wäre, aber möglich ist das. Das ist wirklich furchtbar langsam. Dann mache ich den besser zu und stattdessen einfach mit dem VI auf. So, das hier ist Rekursion. Ja, also eine Funktion mit verschiedenen Parametern, Level, wie viele weitere Bäume an einen Baum drangehängt werden, verschiedene Parameter, und da verwenden wir die Standardfunktionen für Zylinder, für den Ast, Translate zum Verschieben. Sphere ist, glaube ich, die Verbindung zwischen zwei Ästen mitgemacht, und ein paar Schleifen, innerhalb derer wieder Tree aufgerufen wird. Das ist also eine rekursive Funktion. Und wenn man dann später aufruft mit Level 7, dann hat man einen Baum mit bis zur siebten Ebene aufgespannten Ästen. Wofür die Parameter BC und BH gestanden haben, ich glaube, das war Höhe, das eine war Höhe
und das andere ein Counter. Ah ja, das muss ein Counter sein, also wie viele Äste an einem dranhängen. Und so weit geht dann entsprechend die Vorschleife. Von 0 bis BC minus 1 ist die Anzahl der Verästelungen pro Ast. 14 ist die Länge pro Ast und der Level ist, wie oft sich die Funktion wieder selbst aufrufen muss. Ja, und damit kriegt man dann diese Baumstruktur hin, die in unserem OpenSCAD-Tutorial am Anfang gezeigt ist. Das ist möglich zu drucken, aber es ist schwer. Also am besten macht man hier noch Stützmaterial an allen Seiten des Baumstamms, damit er nicht umkippt, wenn der Kopf oben wieder drüber geht. Und hier die Überhänge müsste man nach unten auch nochmal abstützen. Ja, das Programm, womit man dann aus den OpenSCAD-Dateien, die man dann als STL exportieren muss, dort druckreife Vorlagen rauskriegt, das ist der Slicer, der kommt vielleicht später in einem anderen Vortrag nochmal vor, hat auch eine 3D-Ansicht, indem man das STL-Objekt sieht und die Druckplatte in der hoffentlich richtigen Breite und Höhe. Im 2D-Preview kann man das Objekt dann auf der Platte verschieben. Im Print-Preview sieht man, wenn man näher ranzoomt, die einzelnen Linien, aus denen diese Vase jetzt zusammengebaut ist, in der Originaldicke, wie sie später auch aus dem Druckkopf herauskommt. Was man ganz gerne macht, ist unten drunter noch so einen kleinen Sockel aus ein oder zwei Schichten, damit das Objekt besonders gut an der Platte haften bleibt. Den Sockel kann man nachher problemlos abbrechen oder mit einem scharfen Messer wieder entfernen. Ja, diese Vase ist mit einer speziellen Funktion gedruckt, die in den Printer-Settings unter Layer und Perimeter auftaucht, nämlich die Spiral Vase. Das ist die Variante, dass der Druckkopf angefangen von der ersten Ebene bis nach oben kontinuierlich in einer Spirale durchdruckt, ohne abzusetzen. Also nicht Schicht für Schicht, wie man es normalerweise hat, sondern er schiebt sich immer ein paar Millimeter, Mikrometer nach oben, bis er die Vase fertig gedruckt hat. Das ist die schnellste Variante, ein Objekt zu drucken, aber es gehen halt mit dieser Variante nur einwandige Gefäße, ja, also nur eine Schicht in der Dicke. Und die Füllung ist auf Null begrenzt, also man kann auch keine gefüllten Objekte damit drucken, sondern tatsächlich nur Vasen. Deswegen heißt das Ding auch Spiral Vase. Ansonsten kann man die Füllung angeben, wie viel Prozent Inhalt die Objekte haben sollen, mit welcher Geschwindigkeit er drucken soll. Das hängt vom Filament ab, wie schnell man drucken kann. Mit oder ohne Stützmaterial, das generiert das Programm dann selber. Und wie dick die einzelnen Schichten gedruckt werden sollen. Man kann dicker drucken, als der Kopf breit ist. Dadurch drückt er mehr raus und das wird dann schön zusammengequetscht, hält dann auch ziemlich gut. Man kann aber auch dünner drucken, als der Kopf ist. Dann zieht das in die Länge und kann ganz feine, dünne Wände drucken, hängt aber dann vom Material ab, ob es reißt oder nicht. Also nicht mit jedem Material funktioniert das. Mit PLA funktioniert es normalerweise am besten. Nein, bisher gar nicht. Weil nämlich der neue Slicer hat direkt über die API Zugriff auf Octoprint. Das heißt, aha, wenn du ein Raspberry als Steuerung von einem 3D-Drucker hast, mhm, dann kannst du direkt vom Slicer die fertige Datei hinschicken und dann, mhm, über das Webpack dafür weiterarbeiten. Ja, also okay. Das ist dort jetzt das Setting bei Printer-Setting. Und da hast du Octoprint-Upload. Siehst du das? Octoprint-Upload, Host RIP. Ja, okay. Der Drucker bedient, der steht irgendwo. Ja, und du bedienst damit das Teil komplett über IP. Bisher drucke ich immer über SD-Karte, weil ich bin dann auch gerne in der Nähe, falls was passiert, dass ich ihn schnell anhalten kann. Ich habe auch so einen Funkadapter, womit ich ihn über WLAN betreiben könnte, aber das ist mir halt zu heikel. Da müsste man wirklich live mit einer Kamera mitgucken und sehen, genau, wenn das Objekt umgehauen hat. Also du kannst beim Octoprint die Raspberry Cam anschließen, damit hast du das Webinterface komplett und kannst zuschauen. Ja. Mhm. Bei mir stinkt das ABS einfach zu sehr. Das heißt, das Ding, ich hab den Raspberry ins Gehäuse vom Drucker eingebaut,
und damit brauche ich mehr Strom. Ich bin im WLAN und der steht irgendwo. Ja. Platz wäre ja noch für so ein Raspi. Da ist gerade mal das Arduino-Board drin. Also die Octoprint ist ein Hammer. Ja. Ja. Und eben direkt, und das ist der Vorteil mit dem Slicer, du machst es fertig und du schickst die Datei direkt hin. Und wenn man Webcam ansteckt, dann sieht er das Video an. Ja, genau. Nein, der macht da einen Timelapse draus. Der Octoprint macht da Timelapse. Ja. Das heißt, der nimmt alle 30 Sekunden ein Foto aus und kriegst am Ende eine komprimierte MP4. Okay. Schön. Ja, das werde ich nicht mehr. Gut. Bei Filament-Settings, das ist das, was dann vom Material abhängt. Mit dem HIPS drucke ich im Moment. Sollte man nachmessen, damit es stimmt mit der. Achso, das haben wir ja schon gemacht von der Bildung online, genau. Ja. Also die Temperatureinstellungen sind auch wichtig. Wenn man es zu heiß macht, kann es im Kopf verkleben und dann kriegt es nie wieder raus. Wenn man es zu kalt macht, kann es auch stecken bleiben während dem Drucken. Und die Temperatur vom beheizten Bett, ja, davon hängt es halt ab, wie gut es haftet. Und das HIPS und das ABS haben eine Glastemperatur von 110, also eigentlich müsste man mit 110 Grad drucken, aber dann ist es auch schon wieder zu weich. Also 105 Grad wäre optimal, nur braucht der Kleine hier etwa eine Viertelstunde, um das Heizbett so aufzuheizen. Kann aber auch sein, dass ich da etwas von dem Füllmaterial unten entfernen muss, womit ich den Temperatursensor festgemacht habe, dass es einfach die Wärme zu gut leitet. Aber ein Problem ist ja noch, dass der Sensor auf der Unterseite ist. Ja. Ja? Das heißt, du hast ja die beheizte Platte, egal aus welchem Material es ist, die ist ja zwischen 2-3 mm und 5 mm dick. Ja? Mhm. Das heißt, wie die Temperatur auf der Oberseite ausschaut, ist ja ganz was anderes als unten gemessen wird. Vor allem bei Keramikplatten, ne? Die leiten ja die Wärme nicht so gut. Da ist der Temperatursensor unten, wo die Heizung ist, aber eigentlich müsste ich oben messen, wo das Material drauf sitzt. Ich habe mal ein Auflagenthermometer gekauft, das ich draufstellen kann. Und damit kann ich wirklich die Temperatur oben messen. Das ist wirklich so, dass ich zum Beispiel bei meiner Glasplatten trage ich ein, 105 Grad, und die haben aber oben nur 85 Grad auf der Oberseite. Das habe ich bei meinem RF1000 inzwischen raus. Das ist eine Temperaturdifferenz bei dem Keramikbett von etwa 8 Grad ist. Ja. Ja, und die stelle ich dann halt entsprechend ein. Genau. Bei dem hier mit dem Alu dürfte es weniger sein. Da ist die Heizung unten. Das heißt, der Sensor liegt quasi auf der Heizung drauf. Der müsste immer zu heiß messen eigentlich. Ja, vielleicht 5 Grad oder so. Ja, aber das würde ich dann mit dem Auflagenthermometer eben auch über kurz oder lang nochmal nachmessen. Ja. Gut, also dieses Programm macht dann aus den STL-Dateien, die wir mit OpenSCAD erzeugt haben, dann die Befehle, die der Drucker braucht, um zu drucken, die dann in G-Code geschrieben sind. Das sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus, aber man kann es lesen. Models, Robocode zum Beispiel. Ja, also hier wird die Heizung eingeschaltet und gewartet, bis komplett aufgeheizt ist. Dann wird der Druckkopf in die Nullposition gefahren, von dort aus dann nochmal 5 mm angehoben über der Platte. Dann wird ein bisschen hin und her kalibriert, bis er genau auf der Platte sitzt. Das wäre dann an der Stelle. Dann druckt er ein bisschen leeres Material raus, damit der Kopf sauber wird und dann kommen die Befehle, um tatsächlich das Objekt zu drucken. Das sind diese G1, X, Y und E für das, was der Extruder dann rausschieben muss. Und irgendwann am Ende von einem Layer kommt dann auch mal ein Befehl, um den Kopf wieder weiter nach oben zu heben. Also mit dieser Programmiersprache will natürlich jetzt keiner programmieren, obwohl es recht einfach zu lesen ist. Und dafür sorgt eben dieser Slicer, dass aus dem, was wir mit OpenSCAD geometrisch konstruiert haben, etwas rauskommt, womit dann der Drucker zurechtkommt. Dieser G-Code ist druckerspezifisch, das heißt, der läuft nur auf dem einen Drucker, für den es berechnet wurde, mit den Einstellungen, die für den Drucker spezifisch sind. Sozusagen
quasi der Binärcode für den Drucker, wobei es halt nicht binär ist, sondern eine Textdatei. Auch hier kann man nochmal manipulieren, wenn ich sage, naja, hier hat er den Druck abgebrochen, ich möchte den Druck jetzt an einer bestimmten Stelle fortsetzen, wo der Kopf noch ist, dann lösche ich alle Befehle bis zu dem einen, wo er aufgehört hat, und dann kann ich die gleiche Datei nochmal raushauen und ihn dann weiterdrucken lassen. Ist ein bisschen abenteuerlich, aber geht. Auch wenn ein Druck erfolgreich war, aber ich möchte es nochmal probieren mit höherer oder niedriger Temperatur, dann kann man am Anfang von dieser G-Code-Datei auch die entsprechenden Werte verändern und mit den veränderten Daten dann nochmal drucken. Okay, jetzt sind wir mit dem 3D aber wirklich komplett durch. Also zumindest mit dem, was ich geplant hatte. Ja. Das Slicer, ja, das ist eine gute Frage. Er ist ja installiert, aber ich habe ihn im Menü ehrlich gesagt nicht gefunden. Slicer wird geschrieben wie Slicer, nur mit einer 3 statt einem E. In der Kommandozeile geht's. Komischerweise ist er tatsächlich nicht im Menü drin. Locate Slicer.desktop. Die Frage ist, wo müsste er eigentlich im Menü auftauchen? Ja, da ist nichts angegeben. Vielleicht ist es deswegen nicht in der Menüstruktur drin. Bei Debian gibt es ja so ein extra Menü, Debian-Programme, wo alles landet, was keine Kategorie hat. Und der hat keine Kategorie, aber es gibt auch kein Debian-Menü bei Knoppix und deswegen wird er wahrscheinlich einfach nicht gefunden. Schade, also ich würde ihn bei Grafik einsortieren. Werde ich dann vielleicht als in die Bugliste mit aufnehmen und Bugs so, also Vermerk für mich, die Desktop-Datei patchen. Ja. Also der Slicer kann das Preview, er kann die STL-Dateien anzeigen. Und was ich auch sehr praktisch finde, man kann die Objekte anschneiden und gucken, wie die von innen aussehen an einem bestimmten Punkt des Ausdrucks. Ja, da sieht man zum Beispiel, er fängt mit konzentrischen Kreisen unten an, macht dann oben drüber so eine Schicht diagonal links rechts und dann fängt er an in einer einzigen Linie zu drucken nach oben, bis die Vase komplett fertig ist. Also spiralförmig nach oben. So entdeckt man auch manchmal, wenn es komische Artefakte gibt, dass er zum Beispiel ein Druckloch gleich wieder zukleistert, wo eigentlich eine Schraube rein sollte, falls die Auflösung schlecht gewählt ist oder aus irgendeinem Grund das Material dort nicht so verläuft, wie es eigentlich verlaufen müsste. Gut, noch weitere? Ja? Ja. Gibt es irgendwie so Schriften oder so was ähnliches? Ja. Es gibt ein... Es gibt einen Writer in OpenSCAD, also eine quasi Bibliotheksfunktion, womit man dann schreiben kann. Dass man zum Beispiel seinen Namen auf ein Etikett schreiben kann oder was in Blindenschrift, ja, den Braille Writer. Ich suche einfach mal nach Writer. Das ist dann einfach so ein Modul, wo man den Text reinschreibt. Ja, das ist ein Braille zum Beispiel, Text ist gleich und dann kommt der Text. Ja, da ist es. Das ist für Braille und für normalen Text müsste es das auch geben. Oder Labeler, das nochmal Braille weiter. Wenn Sie die Temperatur eh so schön einstellen lassen, könnte man ja ein Schokofilament machen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Die Druckmaterialien. Man kann tatsächlich mit Lebensmitteln drucken. Da gibt es den... wie heißt der? Boku? Na, warte, macht erst einmal die Geschichte mit der Schrift noch. Der Schoko ist in der Entschuldige. Wir warten eh auf die eine Seite.
so. Jetzt werden wir schauen. Was hat das noch? 16. 27. Das ist aber neu. Das ist ein Kammer der Woche. Ja, warte schon. 3D-Foodprinter, Nahrung aus dem 3D-Drucker. Erbsen gedruckt. Ne? Aber es gibt speziell für Konditoren, und ich glaube, die Erfindung kommt sogar aus Österreich, einen 3D-Drucker, mit dem man Pralinen und andere Dinge auf Sachertorten drucken kann. Da ist er. Das ist kein 3D-Drucker. Spezialfirmen und die Fachhochschule Weihenstephan in Freising haben sich zusammengetan, um die Lebensmittel der Zukunft zu entwickeln. Der Versuchsaufbau: ein per Rechnersoftware gesteuerter 3D-Spezialdrucker. In den wird das Rohmaterial, in diesem Fall Erbsenpaste, eingefüllt. Und dann das ist aber nicht der mit den... Form erreicht ist. Ja, okay, das ist ja einfach. Einfach nur Sphere und so. Das kann man auch mit OpenSKIT machen. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch die 3D-Drucker, die Häuser ausdrucken können. Und das finde ich besonders praktisch. Die Häuser sind sehr günstig, müssen allerdings noch leicht nachbearbeitet werden, damit man auch drin wohnen kann. Jawohl, da sieht man das. So sieht das also aus. Der Drucker ist etwa 20 Meter hoch und druckt mit Beton als Rohmaterial die Wände. Zehn Häuser in 24 Stunden mit einem 3D-Drucker. Ja, also es erinnert so ein bisschen an den Druck mit Plastik. Auch hier hat man so einzelne Schichten, die sind jetzt natürlich so 5 cm hoch, 10 cm breit oder so, wie man normalerweise mit Bausteinen bauen würde. Sind innen auch hohl, um Material zu sparen und die Wärmedämmung zu erhöhen. Ein bisschen abgeschirmt ist der Druckkopf, damit da, falls so Betonstaub raussifft, dass das nicht sich quer in der Gegend verteilt. Ja, und die Konstruktionen sind eigentlich sehr stabil, und dann bohrt man später Löcher rein für die Verkabelung und für Wasserleitungen und hat sein Haus fertig gedruckt. Also wer jetzt mit OpenSCAD sein Haus plant, kann in ein paar Jahren vielleicht mit Hilfe eines Beton-3D-Druckers dieses Haus auch recht kostengünstig verwirklichen. Bitte? Pancake-Bot. Ah, das ist so. Die Frage ist, wenn man sich das noch... Oh, das sieht auch schon ganz gut aus. Brotdrucker habe ich auch schon gesehen. So ein Fußballschuh als Brot. Zwei davon mit einem Burger dazwischen. Sieht ein bisschen komisch aus. Brot lässt sich dann auch ganz gut formstabil ausdrucken und backen. Tja, aber wo ist das mit dem Konfekt? Candy, günstiger Konfektdrucker für zu Hause. 3D-Schokolade drucken. Hm. Ja, ja. Office FPA.
CRT. Da ist er, der Bocusini, der Bocusini, da ist er. Also das ist jetzt mit Marzipan. Da sieht man auch die Schwierigkeit, diese Brücken gescheit zu drucken. Das ist vielleicht kein so gutes Objekt. Zuckerguss geht natürlich auch ganz hervorragend. Gut, und Metall geht natürlich auch, Gold, Titan, Silber, ja, vorwiegend gut schmelzende Materialien kann man auch drucken, allerdings geht das nicht mit so einem einfachen Drucker im Koffer. Gut, ja, das war noch als Ergänzung dazu, dass man nicht nur mit Plastik drucken muss. Okay, nächstes Thema. Schrift, genau. Fast vergessen. Jein, mit Import kann ich ein STL importieren und dann zum Beispiel mit der Zylinderfunktion und Differenzlöcher reinschneiden oder an bestimmten Stellen slicen. Aber die STL-Datei an sich ist immer ein Objekt. Ja? Das heißt, wenn ich das STL exportiert habe, kann ich es nicht wieder als OpenSCAD-Vektorgrafik importieren. Dazu brauche ich den Quelltext. Ja, also ich kann es als ein Bauteil weiterverwenden und ja. Gut, ich habe das ja sogar schon runtergeladen, fällt mir da gerade ein. Bild 3D. So, genau. Ja, dann trägt man den Text hier oben einfach als Array rein und das Programm mit seinen Funktionen generiert daraus dann ein Visitenkärtchen mit Brailleschrift. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch mit normalem Text machen. Ja, hier zum Beispiel für Türschilder mit geprägten Buchstaben. Text-Generator, das druckt jetzt allerdings einzelne Buchstaben. Man müsste dann noch eine Platte unten drunter machen. Genau. Textgenerator.sket. Ich dachte, ich hätte das schon mal ausgedruckt gehabt. Thank you.
So, da ist es also als erstmal so eine Tabelle, wo die ganzen Buchstaben im Alphabet drin stehen, dann die Bitmap-Grafiken für die einzelnen Buchstaben und ja, dann. Und irgendwo müsste. Genau, und das ist die eigentliche Funktion. Also von dem ganzen Zeug muss ich gar nichts verstehen. Ich muss hier einfach reinschreiben, was ich haben will. F5 und. Oh, in einfachen Klötzchen zwar, aber andere Fonts kriegt man auch hin. Gibt es also verschiedene Autoren, die das dann auch in Serifen oder serifenloser Schrift setzen können. Und das dient dann natürlich als Vorlage, dass man Objekte, die man ausdruckt, gleich mit seinen Namen beschriften kann, indem man diese Sachen mit Addition oben mit draufdruckt. So, noch was zu 3D? Im Moment nicht. Dann gehen wir zum nächsten Thema.